Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last of Us. Ja, dadurch, es tut mir sehr leid, dass ich euch letzte Folge so abwimmeln musste, bevor wir mit Ellie doch noch gesprochen haben, aber das Haus war doch größer und es gab mehr zu entdecken als gedacht. Deswegen hat das nicht mehr ganz reingepasst, aber dafür geht's natürlich jetzt direkt los und wir quatschen mal mit der kleinen Ausreißerin. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gebiet besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Oh nein. Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Ich werde hier suchen. Schau dich mal hin um. Ellie. Wo zur Hölle steckst du? Ist da hinten reingegangen. Wir werden jetzt versuchen, die Leute, die so leise wie möglich zu erledigen. Nicht rauskommen. Nein, 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 nein. Scheiße. Entschuldigung. Scheibenkleister wollte ich sagen. So, du hast doch gesagt, es wären schon zwei hier drin, ne? Also noch zwei. Sollen wir die Axt erstmal behalten? Ich bin mir nicht sicher. Vorher gucken wir nochmal gerade, was hier drin ist. Sie ist auf jeden Fall im Kinderzimmer gewesen. Das sollen... Das ist aber kein Jungenzimmer, oder? Aber sie hat doch gerade eben... Hat sie nicht aus einem Tagebuch von einem Jungen vorgelesen? Hm. Ach komm, wir nehmen einfach das Messer. Da sind mehr Schläge drauf. Und ich denke nicht, dass wir nochmal hier hochkommen werden. Bleib da. Sei vorsichtig. Ja, wo sind die denn jetzt? Da läuft doch einer. Ich sehe dich. Piep, 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 piep. Huch.
Sorry. Oh! Was macht unser Bruder denn da? Wie gut, dass sie nicht getroffen werden können. Nein! Okay. Ich glaube, wir nehmen mal die Shot. Oh Mist. Er ist tot. Und der ist da hinten jetzt reingelaufen. So. Kriegen wir hin. Stirb! Meine Güte. Er war aber hartnäckig. Okay. Alles sauber. Woher weißt du das? Gehen wir raus zu den Pferden. Die noch da sind. Das bezweifle ich. Es ist auch keine neue Tür offen. Weißt du, sie sind alle durch die Vordertür reingekommen oder wie? Ne. Alles so, wie wir es gesehen haben, als wir vorhin reingekommen sind. Oh, ah ne, das sind nur die Pferde. Gut, waren wir hier noch nicht drin? Oh, Pillen, lecker Pillen. Oh, das heißt, wir können jetzt... Jawohl, Messermeister. Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen nicht beim Befreien aus einem Klickerangriff. Zack, jawohl. Sehr gut. Ja, wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Munition. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Und ihn plagen Gewissensbisse. Hat er vielleicht Unrecht? Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Das andere Team den Ball.
Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Oh, er hat sich tatsächlich dazu entschlossen, mit ihr weiterhin die Reise fortzuführen. Was er begonnen hat, das bringt er auch zu Ende. So. Mich würde jetzt wirklich interessieren, werden wir unseren Bruder nochmal wiedersehen oder war das wirklich nur ein kurzes Treffen und ein Abschied für immer? Was zu dieser Tage mit Sicherheit keine Seltenheit ist. Ja, wir sind jetzt an der... Oh ja, ich habe schlechte Erinnerungen. Wie so im gesamten Spiel eigentlich. Oh, ich habe schlechte Erinnerungen. Oh, dieser Gegend kommt mir so bekannt vor. Oh, da habe ich ganz, ganz miese Vibes. So, wir gucken trotzdem mal mit dem Pferd. Hier laufen wir so schnell und so weit wie möglich. Weil das sieht jetzt doch nach einem sehr großen Gelände aus. Da gucken wir uns allerdings mal so. Ruhig, Kallus. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Er heißt Kallus. Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus, sie hat ihn... Ach, Ellie hat ihm den Namen gegeben. Und ich finde Kallus cool. Gefällt mir. So, wir können leider nicht in die Wachhäuschen rein. Ich glaube, da hinten ist unser richtiger Weg. Was liegt da? Ein Blatt Papier. Ach, ein Blatt Papier. Ein... Ein Blatt. Kein Blatt Papier, einfach ein Blatt. Ich hatte gerade ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. So, hier geht's aber nicht weiter. Nee. Die Uni, ja, die Uni. Miese Vibes. Ganz, ganz schlechte Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, was passiert, aber ganz, ganz schlecht. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Okay, das sah jetzt hier tatsächlich so verdächtig aus, als ob man das irgendwie beiseite schieben könnte, aber nein. Ja, wir müssen da oben lang, aber vorher gucken wir hier hinten in der Ecke nochmal. Ich weiß übrigens nicht, ob man es gemerkt oder ob ihr es gemerkt habt. Ich habe die Bildeinstellung ein bisschen verändert und hoffe, dass das Bild jetzt in dem dunklen Passagen etwas heller ist, weil es zuweilen kam es mir selbst beim Spielen schon ein bisschen zu dunkel vor und YouTube dunkelt das Ganze ja noch mal ein bisschen nach. Wobei ich überhaupt nicht verstehe, warum die das überhaupt machen. Wie immer, sehr wenig Loot, auch in den offenen Bereichen. Und, die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Ja, damals musste man noch so unsinnigen Kram tun wie arbeiten, um sich den... Ja, das Leben zu ermöglichen. Das ist übrigens keine grundsätzliche Einstellung, die ich jetzt hier vertrete, ne? Also das war jetzt mehr oder weniger überspitzt gesagt. Ja, ich habe die Waffe da gesehen. Ich will sie allerdings noch nicht nehmen, weil ich befürchte, damit trigger ich irgendwas. Deswegen gucke ich hier nochmal.
Wo ist jetzt der richtige Weg? Wenn wir da reingehen. Dann gehen wir doch hier rein. Mein Gefühl sagt mir, wir gehen doch hier rein. Geil. Was ist denn das? Ist das der Das ist der Flammenwerfer. Oh yeah. Und damit haben wir alle Waffen vollständig. Ja, da können wir unsere Waffen noch ein bisschen aufrüsten. Und hier liegen nochmal extra viele Waffenteile rum. Wahrscheinlich damit wir unsere eben gefundene oder gleich gefundene Waffe auch noch ein bisschen skillen können. Wobei, ich denke, da wird uns das Zeug, was das wir hier finden, nicht wirklich viel bei weiterhelfen können. Es sei denn, wir machen jetzt den mega krassen Fund mit 1 Million Waffenteilen oder sowas. Dann nehmen wir doch gerne die neue Machete. Die hat nämlich noch 3 One-Hits übrig. Oh, hier können wir auch hoch. Okay. Meine Bedenken mal wieder völlig unbegründet. Ja, nice. Alter. Wie geil. Wie geil. Voll mega. Dann gehen wir direkt mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was dran machen können. Okay. Wahrscheinlich nicht, weil wir gerade eben alles für die tolle Pistole ausgegeben haben. Naja, zumindest Nachladetempo. Reichweite und den Schaden könnten wir erhöhen. Das ist doch ganz gut. Mhm. Und ich habe immer noch... Ich habe immer noch Haare im Mund und ich kriege die einfach nicht weg. Nächste Aufnahmepause muss ich da mal dran arbeiten. Kommen wir hier eigentlich irgendwo rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Tun wir uns nur weh. Ellie, wie sieht's eigentlich aus? Willst du mal absteigen oder? Obwohl, ich glaube, ja, ich verstehe dich. Ich würde auch auf dem Pferd sitzen bleiben. Ja, dann gehen wir mal das Treppchen hier hoch. Wohin führt dieses Fenster? Ach da, okay. Ich dachte gerade, da wäre auf der anderen Seite wäre die Hauswand, dann hätte dieses Fenster überhaupt keinen Sinn gemacht. Zumal das Fenster jetzt so hell am Leuchten war. Ein schwarzes Brett. Für uns keine wichtigen Informationen vorhanden. Jetzt habe ich es erwischt. Jetzt habe ich es endlich erwischt. Und zwar kein Katzenhaar. Es war eins von meinen... Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Es war eins von meinen Kopfhaaren. Ja, die fallen auch so langsam aus. 29.08. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.09. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Huch. Sorry. Ah, so. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.09. Eingang. 5 neue Rekruten aus der QZ Chicago. Ha! Endlich! Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem Headquarter. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang. Vorratslieferung aus dem Headquarter. Ach ja, ich habe zwei Äpfel aus einer Kiste stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. Eingang. 10 Millionen Werwölfe. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 15.11. Ausgang. Späher zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang. Späher zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch.
20.12. Eingang. Ein Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang 3. Eingang. Drei neue Rekruten aus Eskorte. Als Eskorte. Was ist denn los? Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. Ja, und dieser Laborkram, den wollen wir bestimmt haben. Der ist bestimmt interessant. So, aber den Ausguck gucken wir uns nochmal genauer an hier. Das da hinten muss ich mir einmal gerade näher anschauen. Bighorns Welcome Home. Scheint das... Ist das das Football- oder Baseball-Team gewesen? Nee, ich behalte den... Nee, wir lassen nicht den... Ach, den Flammenwerfer ausgerüstet, weil der wird uns später noch nützlich sein. Den brauchen wir später viel, viel dringender als jetzt. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Hier war doch gar nichts, oder? Können wir irgendwas... aufrüsten? Nee. Leider nicht. Tja, gut, dann gehen wir mal wieder runter. Was hat das jetzt gebracht? Wahrscheinlich werden wir jetzt angegriffen. Ach so. Rutsch mal. Ich bin so doof. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch, wenn... noch mehrere Minuten hier rumgetingelt. Das macht Spaß. Ich hab ja völlig vergessen, dass Callis auch springen kann. Im Gegensatz zu Joel, den ich jetzt hier rüberspringen lassen wollte, aber er sich einfach so denkt, no. Taschenlampe brauchen wir gerade nicht, können wir wieder ausmachen. Warnung, nur autorisiertes Personal hat hier Zutritt. Gut. Ich denke einfach mal, dass wir autorisiert dazu sind. Oh. Ziemlich großes... Oh. Ziemlich großes Areal. Das wird länger dauern, sich hier umzuschauen. Jede Menge Flaschen... Leer natürlich. Hier ist aber nichts von Interesse. Auch keine Comics oder ähnliches? Nein, leider nicht. Die Kohleautomaten sind selbstverständlich auch alle leer. Das wissen wir so völlig, ohne es zu überprüfen. Ach, guck mal, so groß war das Areal gar nicht. Hier ist die letzte Ecke, die wir uns anschauen können. Und da ist natürlich auch nichts. Auch die Briefkästen sind wahrscheinlich alle leer. Der Schulhof kommt mir übrigens bekannt vor da hinten. Aber hier ist hinten... Hier geht es nicht weiter. Noch nicht. Noch nicht. Sage ich jetzt einfach mal. So. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Schon möglich. Wie lange haben wir eigentlich schon nichts mehr mit den Infizierten zu tun gehabt? Sind schon ein paar Folgen, ne? Also in dieser Aufnahmesession zumindest noch nicht. Beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Wieso? Ich erschrecke mich manchmal vor mir selber, muss ich sagen. Warum stelle ich ziemlich oft zum richtigen... Sieht mir zusammengepfuscht aus. Zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Fragen.
Oh, was haben wir hier? Ein Zettel. Wandtafelnotiz. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald keinen Benzin mehr. Gut. Kein Saft. Was für eine Überraschung. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Ja, wie kommen wir da hoch? Ah, da. Oder hier. Wir haben mehrere Möglichkeiten tatsächlich. Nur da dadurch, da hier keine Runner sind, gehe ich erstmal hier hoch. Kann ich mich nämlich ein bisschen besser umsehen. Ah, da sehen wir es schon. Wunderbar. Wir könnten jetzt tatsächlich ein paar Fallen legen, dass die... wo die Kerlchen uns nacheinander reinlaufen. Ich könnte aber auch versuchen, die Kerlchen leise zu töten. Wie viel sind das denn? 4 Stück? Waren es nicht gerade eben noch ein paar mehr? Da hinten ist Ellie, okay. Oh, die kommt bestimmt hier raus, oder? Nee, aber der Typ, der da jetzt kommt, der kommt auf jeden Fall jetzt hier raus. Der behält seinen Weg bei. Oh oh. Und natürlich haben die anderen das jetzt mitbekommen, ne? Das war so logisch. Ui! Okay, wir rennen mal ein bisschen. Kurz mal die... Na, kommt schön hoch. Einmal. Uiuiui, einmal weg. Weil hinter uns ist noch eine. Hä, wieso hat die Munition? Ach, Ellie, danke. Gerade gedacht, hä? Das war das. Das ist ja nett, dass sie uns hier unterstützt hat. Dann hätten wir die anderen ja auch runterlocken können und dann hätte sie uns noch mehr helfen können. Tatsächlich? Es wäre cool, alleine im Weltall zu sein. Also generell im Weltall zu sein, ja, da gebe ich dir recht. Das wäre ich auch mal gerne. Aber alleine, oh... Ich glaube, wie nennt man die Phobie, in großen Räumen alleine zu sein? Ich glaube, sowas in der Art habe ich. Ich komme absolut damit klar, in kleinen Räumen alleine zu sein, aber große, weitläufige Räume, und ich meine, was gibt es Größeres und Weitläufigeres als das Weltall? Nee. Okay, das ist, ist das Football-Team. Gut, alles klar. Da wissen wir dann auch Bescheid. Können wir hier auch wieder rein? War da ein Comic-Heft? Nein. Ich dachte. Schade. Ja, dann machen wir mal den Generator an. Und warten mal, bis die nächsten kommen. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder so ein Fetter. Oder? Wäre es so... Oh, diesmal nicht? Okay. Oh gut, bin ich auch nicht böse drum, ne? Muss ich auch sagen. Ich will ja nichts sagen, ne?
Aber kann es eventuell sein, dass die Folge schon wieder zu Ende ist? Was ist denn los? Es geht ja so schnell. Heftig. Ja, wir gehen noch gerade runter. Lassen Ellie noch kurz rein. Oh, sie ist schon da. Okay, alles klar. Mit dem Pferdchen. Ja. Okay. Einmal kurz drehen. So, dass wir uns auch alle so ein bisschen... Ja. Ja, guck mal, so ist das doch schön. Ja. Ja, schade. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Krass, das ist irgendwie voll heftig. Gerade die Zeit verfliegt. Wirklich, Wahnsinn. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit einschaltet. Und bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao.